Moin zusammen. Heute geht es um das Thema der teilflächenspezifischen Bewirtschaftung. Ziel einer solchen teilflächenspezifischen Bewirtschaftung ist es, den Betriebsmitteleinsatz an das Leistungsvermögen einzelner Teilflächen anzupassen. Denn kaum eine Fläche ist in sich homogen, sondern weist immer gewisse Bodenunterschiede, unterschiedliche Wasserverfügbarkeiten und somit zum Beispiel auch unterschiedliche Ertragspotenziale auf. Am Beispiel unserer Pricea läuft das Ganze dann so ab, dass wir unterschiedliche Aussaatmengen verwenden, aber auch unterschiedliche Ausbringmengen für den Dünger, sodass wir das Saatgut in der Aussaat variieren können, also in bestimmten Bereichen die Saatstärke reduzieren, in bestimmten Bereichen erhöhen, um hier einfach den Bodenverhältnissen, den Standortverhältnissen gerecht zu werden und bedarfsgerecht zu wirtschaften. Das Gleiche für den Dünger. Hier geht es eben auch darum, den Dünger effizienter einzusetzen, auch in der Menge zu variieren, sodass wir hier eine möglichst hohe Nährstoffeffizienz am Ende erreichen. Eine Besonderheit bei der Pricea ist unsere Funktion Multibin. Das heißt, wenn wir mit verschiedenen Applikationskarten arbeiten, die sind eben Voraussetzung für diese teilflächenspezifische Bewirtschaftung, dann können wir sowohl eine Karte für die Maisaussaat zum Beispiel, aber auch eine Karte für den Dünger verwenden, sodass beide Medien unabhängig voneinander reguliert werden können. So eine Applikationskarte erhalte ich dann über bestimmte Programme. Grundlage dafür können zum Beispiel Bodenanalysen sein, Ertragskarten oder eben auch Satellitenbilder, die ich von meinen Flächen aus den vorangegangenen Jahren erhalte. Und ich erstelle mir dann eine solche Applikationskarte. Die kann ich dann auf einen USB-Stick beispielsweise ziehen und dann in mein Isobus-Terminal importieren. Bei uns klassischerweise mit unserem eigenen Amatron 4 Isobus-Bedienterminal. Wenn ich dann den USB-Stick einstecke und die Daten importiere, muss ich hier nochmal eine Zuordnung durchführen, welche Karte ist jetzt für welches Medium, damit die Maschine auch weiß, welches Medium soll ich wie variieren. Und nach ein paar wenigen Klicks habe ich dann meine beiden Applikationskarten geladen und kann diese in der Fläche abarbeiten. Ich sehe dann übersichtlich auf meinem Terminal dargestellt, wo sich welche Zone im Feld befindet, kann diese dann teilflächenspezifisch bewirtschaften und habe selber als Fahrer keine Last mehr, hier die einzelnen Ausbringmengen händisch zu variieren, sondern das regelt automatisch die Maschine, sodass ich hier möglichst präzise und vor allem bedarfsgerecht auch wirtschaften kann. Voraussetzung hierfür ist wieder Isobus-Technik, der Maschine, aber eben auch unseres Terminals und ein GPS-Empfänger, damit ich weiß, wo befindet sich überhaupt die Maschine im Feld, um dann die einzelnen Mengen variieren zu können. Voraussetzung ist dann auch noch eine bestimmte Lizenz auf unserem Terminal. Hier ist der Vorteil, das Amatron 4 kommt immer automatisch mit unserer sogenannten GPS Maps und Dock-Funktion. Das heißt, es ermöglicht jedermann, mit Applikationskarten zu arbeiten. Wer das also mal ausprobieren möchte, kann sich eine Applikationskarte erstellen und diese dann einfach und komfortabel in das Terminal einspielen.